Es ist für die Füchse Berlin die große Chance, ganz oben an der Tabellenspitze heranzurücken. Mit einem Sieg gegen Hilalspor könnte der aktuelle Tabellendritte bis auf 4 Zehner an den Tabellenführer heranrücken. Und ein Nachholspiel haben die Füchse auch noch in der Hinterhand. Besonders kurios, das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams fand erst vor 3 Wochen statt. Damals gewannen die Füchse mit 3:1 dank eines Doppelpacks von Mike Haubitz. Der steht heute allerdings nicht im Kader. Dementsprechend müssen es heute schon andere richten. Hilalspor übernimmt aber erst einmal die Spielkontrolle. Der erste Abschluss, kein Problem für Selvedin Bekcadic. 11 Minuten sind gespielt. Wieder ist Hilalspor auf dem Weg nach vorne. Die Hereingabe rutscht irgendwie durch bis zu Erdi Temel. Die Führung für den Tabellenführer. Die Füchse sind noch gar nicht richtig im Spiel. Erdi Temel profitiert aber auch von diesem missglückten Klärungsversuch. René Pütt tritt da voll über den Ball. Und die Gäste wollen gleich nachlegen. Die Füchse sind jetzt sichtlich verunsichert. Mehmet Usuna schnuppert schon mal am zweiten Treffer. Dann endlich auch mal etwas Offensives vom Tabellendritten. Der Ball hier nicht im Aus. Yilmaz hat Platz zum Flanken und findet in der Mitte Thomas Brechler, der 37-Jährige, mit der bislang besten Gelegenheit für die Füchse. Dieser Angriff ist dann auch eine Art Weckruf. Gutsche mit einem ganz feinen Ball. Und aus dem Rückraum die Flanke von Nellessen, Brechler und diesmal macht er alles richtig. Thomas Brechler, 1,84 groß, Spitzname Brechi, macht hier seinem Namen alle Ehre. Von Hilalspor kommt vor der Pause wenig. Die Füchse sind jetzt am Drücker. Wieder kommt der Ball zu Yildirim. Diesmal probiert er es selbst. Yildirim definitiv einer der auffälligsten bei den Füchsen. Dann ist erstmal Pause 1:1. Ein leistungsgerechter Zwischenstand. Die Füchse haben die Anfangsphase verpennt. Waren dann aber ab Mitte des ersten Durchgangs ganz klar spielbestimmend. Der zweite Durchgang, jetzt kommt mal wieder etwas von Hilalspor. Yakut mit dem zweiten Ball in der Mitte, Mehmet Kirli, aber der bekommt den Ball nicht richtig aufs Tor. Eckball auf der anderen Seite und der wird deutlich gefährlicher. Der Kopfball von Benedikt Nellessen, gerade noch so auf der Linie geklärt. Es ist jetzt ein Spiel auf ein Tor. Der eingewechselte Thuisis mit einem klasse Ball für Gutsche. Aber mindestens genauso stark ist die Parade von Ilter. Was fällt dem Tabellenführer noch ein? Es geht jetzt hauptsächlich über Standards. Der zweite Ball landet bei Samet Alkan. Aber auch Bekcadic zeigt, dass er ein guter ist. So langsam nähern wir uns der Schlussphase. Wer will es jetzt mehr oder bleibt es beim Unentschieden? Mit einem Punkt könnte Hilalspor definitiv besser leben. Deshalb erhöhen die Füchse jetzt nochmal das Tempo. So wirklich zwingend war das allerdings nicht. 87. Minute, es gibt jetzt einen Standard nach dem anderen. Und dann gibt es einen Aufschrei und es gibt Elfmeter. Der Unparteiische zeigt auf den Punkt, Hilalspor diskutiert, sagt, das war doch niemals ein Handspiel. Aber die Entscheidung bleibt bestehen. Es ist aus unserer Perspektive nicht aufzulösen, ob das eine korrekte Entscheidung war. Gutsche ist das alles aber ziemlich egal. Der Siegtreffer kurz vor dem Ende. Allerdings hat er da auch etwas Glück. Ilter ist dran am Ball. Kann ihn aber nicht mehr entscheidend klären. Danach passiert nicht mehr viel.
Die Füchse Berlin gewinnen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit gegen Hilalspor und machen es oben an der Tabellenspitze wieder richtig spannend. Das gefällt natürlich auch dem Trainer. Ja, ich denke, dass es für uns zuerst sehr unglücklich gelaufen ist mit den beiden Verletzten. Und aus der einen Verletzung entstand ja auch das Gegentor. Ab der 30. Minute, fand ich, haben wir das Spiel heute im Griff gehabt. Und ich denke auch, das Ergebnis so, wie es sein muss, wir haben das ein Tor, waren wir besser heute. Das macht es uns natürlich leichter, unser Ziel zu erreichen. Das war unser Ziel von Beginn an der Rückrunde. Wir wollten oben mitspielen, wir wollen Erster werden. Alles andere zu behaupten mit diesem Kader wäre ja völliger Blödsinn. Aber wir wissen auch, dass Hilalspor nicht umsonst da oben steht. Dass sie das wirklich richtig gut machen und heute auch richtig guter Gegner waren. Und Sparta Lichtenberg ist noch eine ganz starke Truppe. Also das wird schon noch eng und spannend.